Ja, Jürgen, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale des Saarlandpokals. Das Spiel gegen Saar 05 war eine knappe Angelegenheit, oder? Ja, vom Ergebnis her schon. Ich denke, wir waren überlegen, ja, haben 3-1 geführt auch, haben es dann nochmal spannend gemacht, wie so ein Pokalspiel ist. Aber ja, wir waren die bessere Mannschaft und wie gesagt, wir haben es noch ein bisschen spannend gemacht, aber dann verdient auch weitergekommen. War aber eine ungewohnte Situation. Drei Gegentore hatten wir diese Saison noch gar nicht. Zwei Elfmeter davon. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, ich weiß nicht, den ersten kann er wahrscheinlich geben, zweiten weiß ich, ob er geben muss. Also waren, glaube ich, grenzwertig, aber ja, kann man vielleicht geben, die Elfmeter, aber da wollen wir uns nicht mehr länger drauf aufhalten oder sowas. Wir sind weiter, das zählt und alles andere ist egal. Du hast es schon gesagt, wir sind eine Runde weiter. Jetzt steht im nächsten Jahr das Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken vor der Brust. Hast du schon Kontakt nach Saarbrücken? Nein, nein, nein. Warum? Ist noch lange Zeit dahin. Ja, wir haben erst noch ein paar Meisterschaftsspiele noch zu absolvieren in diesem Jahr. Die wollen wir noch erfolgreich bestreiten. Und dann, ja, wir freuen uns aufs Pokalspiel. Wäre eine interessante Sache. Und ja, ist ein guter Vergleich mal, ja, gegen ein Liga höheren zu spielen, wo natürlich die Mannschaft Qualität hat, sage ich mal, locker auch in der dritten oder in der zweiten Liga spielen könnte. Ja, wird eine interessante Aufgabe für uns. Man soll es ja eigentlich gar nicht so hervorheben, aber du hast eine blau-schwarze Vergangenheit, auch ein paar Spieler von uns. Wie war so die Reaktion in der Mannschaft? Ja, durchwegs positiv auch. Ja. Die freuen sich alle auf das Spiel. Ja, wie gesagt, ist Pokal, da muss man das zu jeder Zeit so annehmen, wie die Mannschaften kommen. Und ich glaube, es ist für die Jungs auch ein Highlight, jetzt in dieser Saison dann ja, gegen so eine Top-Mannschaft zu spielen. Bevor das Spiel stattfindet, fließt noch jede Menge Wasser die Saar entlang. Jetzt steht zuerst Kaiserslautern vor der Brust. Da hatten wir uns im Hinspiel in der ersten Halbzeit etwas schwer getan. Was erwartest du am Montag auf dem Betzenberg? Ja, wird genauso schwieriges Spiel wie gegen Pirmasens, sage ich mal. Ja, es sind vergleichbare Mannschaften. Ja, Kaiserslautern war im Hinspiel schon sehr stark. Da hat man schon die Qualität gesehen. Jetzt haben sie sich als Mannschaft auch noch gefunden. Ja, die jungen Spieler sind noch reifer geworden. Sie haben sehr schnelle Spieler im Offensivbereich. Ja, da müssen wir wieder aufpassen. Haben sie beim Heimspiel schon gezeigt, dass sie da auch schnell umschalten können, technisch gute. Und wie gesagt, haben die letzten Wochen auch gut gepunktet, werden ja, selbstbewusst auftreten. Aber wir können auch selbstbewusst auftreten und so werden wir das Spiel auch angehen und wollen das natürlich auch in Kaiserslautern gewinnen. Auch wenn es jetzt noch 3, 4 Tage hin sind bis Montag, wie sieht es blessurentechnisch aus? Was machen die verletzten Spieler? Soweit alles okay, bis auf Patrick Dulek, der hat Verhärtung in der Wade, muss man mal sehen, aber ich gehe davon aus, dass er spielen kann, aber muss jetzt ein bisschen kürzer treten, aber sonst sind alle Mann einsatzfähig.